Jeder, der sich für den Zweiten Weltkrieg interessiert, kennt die berühmte Flak 88. Doch welche Unterschiede weisen die verschiedenen Versionen von ihr auf? Es gab ja mehrere Versionen, so zum Beispiel die 18er, die 36er oder die 37er. Was differenziert diese und wie kann man ein solch charakteristisches Modell in Lego nachbilden, ohne den Ansprüchen zu kurz zu kommen? Um das zu klären, müssen wir erstmal die Geschichte des Modells betrachten. Aufgrund des Versailler Vertrags, welche enge Grenzen bei der Entwicklung und Produktion schwerer Flugabwehrkanonen, kurz FLAG, auferlegte, war es der jungen Deutschen Republik nicht möglich, an solchen Waffen zu forschen, noch diese herzustellen. Aus diesem Grund erwarb Krupp ab Mitte der 1920er Jahre Anteile an dem schwedischen Rüstungskonzern Bofors. Dort entwickelten Krupp-Ingenieure die 7,5 cm FLAG L60. Doch diese erfüllte nicht ganz die Ansprüche und um die Leistung dieser Waffe zu verbessern, wählte Krupp den einfachsten Weg. Die Vergrößerung des Kalibers. Die so entstandene Waffe wurde ab 1933 als 8,8 cm Flak 18 bei der Truppe eingeführt. Sie war mit ihren verschiedenen Varianten die schwere Standard-Flak der Deutschen während des Zweiten Weltkrieges. Der Name Flak 18 entstammt aus der Not, denn es war stets gewohnt, dass die Waffen die Jahreszahl erhielten, in denen sie das erste Mal produziert oder zu der Truppe kamen. Um somit die Geheimhaltung zu fördern, erhielten alle Modelle, die nach dem Ersten Weltkrieg im Geheimen gebaut wurden, die Modellnummer 18. Diese zeugte auf dem Papier den Eindruck, dass die Deutschen mit veralteten Waffen hantierten, was logischerweise das Aufsehen minimierte. Die Flak bestand aus einer Kreuzlafette in X-Form, auf welcher die Oberlafette um 360 Grad drehbar war. Zum Transport ließen sich zwei der vier gegenüberliegenden Beine hochklappen und die zwei verbleibenden Beine auf einachsige Protzen, zum Beispiel in den Sonderanhänger 201, später die verbesserte Version 202, verlassen. Die 88er hatte hauptsächlich drei verschiedene Versionen, die Flak 18, 36 und 37. Doch was waren die genauen Unterschiede dieser drei Versionen? Nun, die Flak 18 besaß ein einteiliges Rohr, da aber der Rohrverschleiß nicht gleichmäßig, sondern nahe der Kammer besonders groß war, wurde bei der Flak 36 ein dreiteiliges Rohr eingeführt. So war es nun möglich, nur den besonders beanspruchten Teil auszutauschen. Später wurden einige der 18er Modelle auf die 36er Generation umgerüstet. Eine Version mit verbesserter Datenübertragung vom Kommandogerät zur Waffe trug die Bezeichnung Flak 37. Dennoch gab es bei allen drei Modellen keine Unterschiede in der ballistischen Leistung und die Lafetten waren ebenso identisch. Ihre Feuertaufe erlangte sie, wie die Pak 36, im Spanischen Bürgerkrieg, wo sie sich auch erstmals in der Bodenzielbekämpfung beweisen durfte. Von Kriegsbeginn an bis 1945 war sie praktisch an allen Fronten und bei allen Waffengattungen im Einsatz. Den legendären Ruf erlangte sie jedoch nicht in der geplanten Rolle als Flak. Darin war sie eher durchschnittlich, sondern in dem Bekämpfen von gepanzerten Bodenzielen. Besonders die schwer gepanzerten Ziele, welche für die Panzerabwehrwaffen kleineren Kalibers nicht knackbar waren, erwies sich die 88er als wahres Wundermittel. So kam es auch dazu, dass auf der Basis der 8,8 cm Flak die Entwicklung einer dedizierten Panzerabwehrkanone stattfand. Die KWK 36 war geboren. Diese war die Bewaffnung des Panzerkampfwagen 6 Tiger. Selbst bis Kriegsende vermochte die 88er die meisten alliierten Panzer zu knacken. Diese Durchschlagsleistung ließ sie bei der Truppe sehr beliebt und bei den Alliierten äußerst gefürchtet werden. Nachteilig waren hingegen die Ausmaße, also die Größe, da sie somit schlecht zu tarnen war, sowie das relativ große Gewicht der Flak. Nur mit Lafette, also auf dem Boden aufgestellt, wog sie 3,7 Tonnen. Ebenso war sie 2,4 Meter hoch und mit Schild 2,3 Meter breit. Also keine kleine Pack, die man schnell von A nach B schieben und schnell bzw. einfach mit Gestrüpp tarnen konnte. Im Sommer 1944 waren weit über 10.000 Exemplare der 8,8 cm Flak im Einsatz und allein im Oktober desselben Jahres feuerten nur diese Geschütze mehr als 3,175 Millionen Schuss ab. Diese enorme Zahl deutet auch auf einen sehr hohen Verschleiß der Geschützrohre hin. So kommt es dazu, dass ein Drittel aller im Jahre 1944 produzierten deutschen Geschützrohre für die 88er bestimmt waren. Übrigens war die 88er ein äußerst begehrtes Beutestück bei den Alliierten. Sie wurde von britischen, amerikanischen und sowjetischen Truppen eingesetzt. Im Jahre 1944 verließen ca. 450 bis 700 Geschütze des Typs Flak 88 monatlich die Werkshallen im gesamten Reich. Bis Kriegsende wurden über 20.000 Stück hergestellt. Um die Leistung des Modells im Laufe des Kriegs nochmals zu verbessern, wurde eine weiter verbesserte 8,8 cm Flak entwickelt.
die Flak 41. Sie war eine Version mit längerem Rohr, einer ganz anderen Lafette, mit neuem Schild und einer elektrischen Zündstellmaschine. Somit konnte die Flak 41 eine wesentlich höhere maximale Schusshöhe von 14.700 Meter gegenüber der älteren Version der 88er erreichen, welche nur auf 10.600 Meter kam. Ebenso war die Feuerrate des 41er Modells mit 25 Schuss pro Minute deutlich schneller als die 15 bis 20 Schuss pro Minute bei den alten Versionen. Aber wir sind ja nicht hier, um über die 41er Version zu sprechen, sondern über die klassische 88er. Somit komme ich aber jetzt zu meinem Lego-Modell und zu dessen grandiosen Details. Als allererstes möchte ich hier die fantastische Minifigur vom Forest Boon Bricks erwähnen, welche mir sehr, sehr gut gefällt. Als zweites verweise ich auf diese von mir speziell lackierte 88mm Shell von Brick Arms, aber dazu später mehr. Und nun haben wir hier das Modell an sich. Ich gebe euch erstmal einen kleinen Überblick, wie das Geschütz von allen Seiten aussieht, denn es hat wirklich äußerst viele sehr beeindruckende Details und Funktionen, die ich euch gleich genauer zeigen werde. Selbstverständlich lässt sich das Geschützrohr in der Höhe ausrichten und somit können feindliche Flugzeuge mit einer Leichtigkeit unter Beschuss genommen werden. Logischerweise ist es ebenso möglich, das Geschütz ebenso wie das Original um 360 Grad zu drehen. So sieht das Modell übrigens aus, wenn man die Beine zum Transport hochklappt. Selbstverständlich bräuchte man dann hierfür noch die Sonderanhänger, welche ich aber noch entwickeln müsste. Das wieder zurückklappen der Beine ist wahrhaftig ein Kinderspiel. Hier sieht man mal wieder die Genialität des Entwurfs. Schließlich bilden sich keinerlei Lücken oder Spalten in den Gelenken der Klappvorrichtung. Wenn man vorne an einem der Stützbeine diese Konstruktion entfernt und dann an den seitlichen Clip des Beines anbringt, dient dies als Rohrstütze während des Transports und im Original entlastete dies das Gewicht des Geschützrohres, vor allem bei größeren Schwankungen. Die Sitzgelegenheit lässt sich hier, wie gezeigt, nicht nur in der Höhe, sondern auch in der horizontalen Richtung verschieben. Und so sieht es aus, wenn man eine Minifigur auf den Sitzplatz nehmen lässt. Daran merkt man auch wieder, wie gut die Größe des Modells zu den Minifiguren passt. Wenn eine Minifigur ca. 1,80 groß ist und die Flak so 2,4 Meter, dann passt das doch recht gut im Verhältnis. Die Sichtluke durch den Schild ist ebenfalls angedeutet. Natürlich lässt sich das Schild aber auch komplett von dem Geschütz abtrennen und so erhält man, zumindest gefühlt, ein ganz anderes und neues Modell. Nun gehe ich aber auch noch kurz auf die vielen visuellen Details ein, welche das Modell ganz besonders charakterisieren. Dazu gehören selbstverständlich diese kleinen Stellräder an den Lafetten, aber auch seitlich am Geschütz angebracht lassen sich drei Stück von ihnen finden. Diese geben einem das Gefühl der Interagierbarkeit mit dem Modell und erzeugen ein visuell äußerst ansprechendes Erscheinungsbild. Die Lafette ist ebenso eines meiner Lieblingsdetails des Modells, da wie man hier nochmal im Detail sieht, die Funktion der klappbaren Beine perfekt funktioniert. Der Lego-Sextant am Geschütz führt ebenso zu einer Abrundung des Gesamteindrucks des Modells. Das letzte Detail, welches ich ansprechen wollte, ist das angeschrägte Schutzschild, welches seitlich eine gerade Kante wie beim Original aufweist. Kommen wir jetzt nun zum geheimen Star der Show. Der von mir speziell angefertigten 88mm Shell, welcher auf dem Brick Arms Entwurf basiert. Ich persönlich bin wirklich stolz auf diese Munitionsart und ich bin aktuell am evaluieren, wie wir es hinbekommen könnten, meine Modelle als auch die überarbeitete Munitionsarten euch zur Verfügung zu stellen. Wie genau das ablaufen wird, will ich jetzt noch nicht nennen, aber ihr werdet da demnächst genaueres darüber erfahren. Zumindest könnten diejenigen, welche sich vorstellen könnten, gerne eine solche Flak 88er in ihrer Armee zu haben oder zumindest die Munition, mal dies in die Kommentare schreiben. Falls ihr dieses Video weit in der Zukunft sehen solltet, könnt ihr einfach in die Videobeschreibung schauen, denn dort finden sich immer die aktuellsten Informationen und Links zum Thema. Dann wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche, bleibt gesund und ich freue mich schon auf euch, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen, wahrscheinlich sogar in den kommenden paar Tagen. Also, macht's gut und bis dann. Ciao.